Lasst uns doch mal über das Langfilm-Regiedebüt einer deutschen Schauspielerin sprechen. Die Rede ist von Falling into Place, einem romantischen Drama, das ab heute in den deutschen Kinos anläuft, von und mit Aileen Tetzel, die hier die Regie übernommen hat, Hauptdarstellerin ist, aber auch das Drehbuch schrieb. Und Aileen Tetzel kennt ihr sicherlich als Schauspielerin aus Kino und auch Fernsehen, zuletzt im Kino zu sehen als leidenschaftliche Mutter an Wochenendrebellen im Fernsehen, sicherlich vielen Tatort-Fans, unter anderem bekannt als langjähriges Mitglied des Hauptcastes im Dortmunder Tatort bis 2020, die immer wieder eben in Film und Fernsehen zu sehen ist und sich hier gesagt hat, ich werde hier mal einen eigenen Film inszenieren. Die Idee kam ihr wohl, während sie in einem Bed and Breakfast über Silvester und Neujahr in Schottland war, dieses immer mehr verlängerte und eine ganz besondere Stimmung auffing, in dem es letztendlich um das Leben geht, in der es um Menschen geht, die Angst haben vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden, die vielleicht auch Familie als Schild benutzen, um vielleicht niemals über sich selbst nachdenken zu müssen und mit sich selbst zu sein und dabei festzustellen, wer ist man denn eigentlich und wonach sucht man denn wirklich im Leben, weil genau das scheint so ein bisschen der Kern zu sein in Falling into Place, so ging es mir zumindest bei zweimaligem Sehen des Films, der übrigens 113 Minuten lang ist, ab 12 Jahren freigegeben und wie eingehend erwähnt, ab heute in den deutschen Kinos startet. Das ist die Geschichte von Kira und Ian, die sich an einem Wochenende kennenlernen in der schottischen Isle of Skye, während die eine im Club feiert, gerade flirtet und feststellen muss, ah, der Typ, mit dem sie eben nur rumgemacht hat, scheint doch nicht so der richtige zu sein, ist der andere einfach nur jemand, der am Straßenrand steht und beide kommen ins Gespräch miteinander. Und man merkt sofort, da ist ein, nicht mal unbedingt Funken oder Knistern, da ist ein Interesse, da sind unterschiedliche Perspektiven auf das Leben, sodass in dieser Nacht auch einige ja, skurrile Ideen zusammengetragen werden, wenn man Zeit miteinander verbringt und dann einfach fast schon philosophisch in Gesprächen miteinander versinkt. Und diese Zeit, die man miteinander verbringt, die wird länger und länger und Stunde um Stunde, aber sie endet auch relativ abrupt und bei beiden bleibt sicherlich das Gefühl zurück, jemand Besonderen kennengelernt zu haben. Aber als beide wieder zurück in ihre Heimat kehren, haben sie nie die Nummern miteinander ausgetauscht und haben diese Zeit im Grunde als Erinnerung. Nur blöd, dass sie beide gar nicht wissen, dass sie sonst in London leben und sich fast immer wieder gegenseitig über den Weg laufen würden. Und so schreitet das Leben voran, während die eine im Grunde nicht überwinden kann, dass sich jemand von ihr getrennt hat, sie sogar regelrecht abhängig ist und zurück möchte und voller Schmerz dabei in sich überladen ist, ist der andere jemand, der seine Familie fast auch als ein Schild verwendet und gleichzeitig in seiner Beziehung gar nicht so wirklich glücklich wird. Die sogar droht, dass sie parallel verläuft und zwei Menschen sich entfremden, während eigentlich die fast schon Seelenverwandtschaft dieser beiden, die wir am Anfang erleben, wirklich schön eingefangen in dem Licht der Isle of Skye, in dem sich schon diese Melancholie anbahnt, aber auch diese Hoffnung und dieses Interesse und dieses Verspielte, aber eben auch Traurige, das immer wieder in Falling into Place die ganze Zeit so tongebend sein wird. Aber ich mag dieses Schwingen zwischen den Zeilen des Lebens, weil da findet immer wahnsinnig viel statt und dieser Film stellt im Grunde so ein paar Fragen, aber auch Verhaltensweisen, die sich manchmal gegen sich selbst richten und man manchmal im Grunde sich auch nicht eingestehen kann, was man vielleicht möchte und auch Angst hat, mit sich allein zu sein, weil dann manchmal die Abgründe, die man sich entdeckt, so tief sind, man sich schnell auch schämen kann. Und da gibt es so ein paar Momente, wo ich immer wieder das Gefühl hatte, es ist schön, dass hier nicht Dinge gesagt werden, sondern sie einfach darin stattfinden, dass jemand sehr verletzt ist oder weint oder sogar zu einem fast boshaften Handeln neigt, wo ich dann fast schon ein bisschen ausgestiegen bin und dachte, ah, mir so ein bisschen schwierig. Wenn euch das interessiert, dann könnte auf jeden Fall Falling into Place was für euch sein. Aileen Tetzel als Hauptdarstellerin Kira, muss man sich ja auch mal geben, Regie zu führen, Drehbuch zu schreiben und sich dann auch zu inszenieren. Das ist schon eine Mammutaufgabe, an der viele gescheitert sind, aber ich finde, die spielt das hier richtig, richtig gut. Die schafft es, mit Kira eine Figur abzubilden, die im Grunde sehr, sehr verletzt ist, die aber eigentlich auch tief drin weiß, dass sie Besseres verdient hat und die einen gewissen Schmerz überwinden muss, ihr ganz eigenes Tempo braucht und im Grunde zwischen Ablenkung und aber auch der Suche nach ihrem eigenen Glück so ein bisschen dahin schwebt und vor allem sich auch nicht traut, ihre Talente nach vorne zu bringen, weil sie vielleicht auch nie ermutigt worden ist. Und das sind ein paar sehr schöne Motive, die eigentlich einiges zusammentragen, wie es im Leben manchmal laufen kann. Und dann Chris Fulton an ihrer Seite als Ian ist dann jemand, der kommt schon ein bisschen schroffer daher, der auch so ein emotionalen, kleinen Schild, klaren Schild vor sich hat. Das hat was mit seiner Familie zu tun, das hat was mit seiner Schwester im Speziellen zu tun, das hat was mit dem Gefühl zu tun, dass man sich nicht um ihn kümmern würde, vielleicht sogar verraten oder alleingelassen zu werden. Und was ist natürlich ein gutes Mittel, um sich abzuschotten oder beziehungsweise sich abzuschotten, ist ein gutes Mittel, um sich emotional weniger verletzbar zu machen, weil je mehr ich jemanden an mich heranlasse, umso mehr kann es auch wehtun. Und trotzdem mag ich diese Chemie dieser beiden Charaktere, die schon sehr unterschiedlich daherkommen, weil sie in wichtigen Momenten, finde ich, eine
gemeinsame Sprache sprechen. Und um die beiden wird es sich drehen. Und so haben wir quasi als Pendant mit Alexandra Dowling, als Emily, das ist Ians Freundin, die Vorwürfe erhebt, die im Grunde mitten im Leben steht, während er auf der Stelle tritt. Und auch irgendwie sehr früh schon signalisiert, verstehen wir uns noch? Sind wir hier noch zwei, die wirklich zusammen funktionieren? Und so ist das eben, wenn man to grow apart, eben auseinanderwächst. Und das mochte ich, weil es eben genauso im Leben immer wieder stattfinden kann, wenn man nicht aufeinander achtet, wenn vor allem die Kommunikation nachlässt. Wenn man aufhört, miteinander zu reden, wird man immer gar nicht mehr miteinander reden. Und ich finde, das greift Falling into Place sehr schön auf. Genauso gilt das Gleiche für Flory Flagburn als Aiden. Das ist Kiras Ex, bei dem es, finde ich, eine starke Szene gibt, in der sie im Grunde zurück will und er ihr sagt, das ist es nicht mehr. Ne? Und wie ist es, wenn jemand auf der anderen Seite vorangeht und man selbst noch so gefangen ist in Schmerz und Trauer? Das kann sehr, sehr verändernd sein. Das kann auch sehr heilsam sein, weil man zu sich selbst findet, aber erstmal kann es auch ganz schön traurig sein. Und ich finde diese Konstellation aus diesen vier Figuren sehr, sehr konzentriert auf eine Geschichte über 113 Minuten, dass es auch Sinn macht, sie so zu erzählen. Ringsherum gibt es dann eben das Thema Familie, Schwester, Freunde, die auch versuchen, einen zu verkuppeln. Und genau über diesen einfachen, aber eben so grundsätzlichen Themen läuft dann Falling into Place lang. Ich mache die Kameraarbeit sehr oft mit sehr ruhigen Einstellungen, die zum Drama passen, mal ein bisschen Handkamera auch zwischendurch, vor allem aber das Licht, weil diese Isle of Skye am Anfang als Drehort mit so einem ganz, ich will gar nicht schummrig sagen, so einem besonders weichen Licht im Grunde eben diese Zartheit der Themen auch mit nach vorne transportiert. Und da mag ich das Szenenbild, dass wir uns in Schottland befinden und dann aber viel in London. Es sind dann Cafés, Restaurants, Theaterbühnen, weil Kira eine Bühnenbildnerin ist, deren Kreativität aber im Grunde auch ihre ganz eigene Bühne braucht und damit eben auch der Ausdruck von sich selbst sich nach vorne bringt. Ich finde es auch toll, wie sie über Farben direkt Gefühle anspricht. Das mag ich sehr gerne in diesem Film. Also ihr merkt schon, ich hatte dich umsonst auch zweimal gesehen. Wir haben auch Aline Tetzel übrigens als Gast im Podcast diese Woche. Das heißt, wer jetzt noch sehr viel mehr über den Film oder sie hören möchte, kann da gerne mit reinhören. Da mochte ich sehr gerne, dass man quasi direkt Farbe anspricht als ein Gefühl. Was verbinden wir denn mit bestimmten Farbtönen? Gibt es ansonsten keine Effekte, über die ich großartig reden würde. Die Musik, die ist, finde ich, nie zu groß. Die passt sich gut ein. Und Kostümen, soweit den Figuren angepasst. Ein großes Aber, was ich aber ganz klar sagen muss, ist die 113 Minuten, weil der Film sehr früh klar macht, was wird hier unser Thema werden, um was wird es gehen. Diese Bedürfnisse der Menschen sind jetzt auch nichts, was jetzt erstmalig entdeckt worden ist, um das Film zu, einen Film zu erzählen. Es ist wirklich die Stimmung, die Machart und manchmal auch die clever geschriebenen Dialoge, die den Film tragen. Aber es gibt im Mittelteil schon einen großen Part, wo man merkt, eigentlich erzählerisch geht dem hier ein bisschen die Luft aus. Da entwickeln sich Figuren nicht wirklich weiter nach vorne. Es passiert nichts, was nicht automatisch Sinn macht, wenn ich gefühlt die ersten 30 Minuten, die letzten 30 Minuten des Films sehe. Und da hapert es so ein bisschen bei ihm. Da hakt es und das ist etwas, wo ich mir denke, da hätte man noch etwas finden müssen, was die Geschichte grundsätzlich anbelangt. Und es gibt vor allem eine Szene, wo ich so ein bisschen kritisch finde, dass Kira ein Verhalten an den Tag legt, wo ich denke, das ist schon fast eine boshafte Sache, die auch nicht mehr mit dem Selbstschutz beispielsweise dient. Da will ich aber nicht spoilern an dieser Stelle. Demgegenüber steht aber die wirklich schöne Stimmung des Films, diese wichtigen Themen und diese spannender Mix aus Hoffnung, Melancholie, Liebe, aber auch Schmerz. Und das trifft man im Leben halt einfach sehr oft. Da gibt es nicht schwarz und weiß und dieser Film nimmt es damit auf, eben diese Grauzone der Gefühle zu erzählen. Das ist keine leichte Aufgabe. Ich mag die ruhige Bildsprache und der Cast ist wirklich gut aufgelegt und dementsprechend muss ich sagen, für mich ein sehenswerter Film, den ich gerne 7 von 10 möglichen Punkten als romantisches Drama, als auch insgesamt gebe, der mich jedes Mal so an verschiedenen Stellen schon noch ein bisschen berührt. Und ich denke, Mann, das ist wirklich schön gemacht. Der hat so ein kleines Plätzchen in meinem Herzen. Falling into Place. Ein wahrscheinlich relativ kleiner Film, wenn er jetzt im Kino startet. Müsste mal gucken, ob er, ich weiß nicht, auf wie vielen Leinwänden er in Deutschland gezeigt wird, aber aus meiner Sicht definitiv eine Empfehlung. Ein Film, der gerade auch, glaube ich, gut in so eine Stimmung passt, wenn man selbst recht nachdenklich ist. Okay, dann bin ich am Ende meiner Review zu Falling into Place und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß im Kino.